Familie Schmidt vor den Trümmern ihres Gutshofes. Seit 1735 thronte dieses Zwiebeldach auf dem Turm dieser Kirche. Schwere Gewitter hatten es gestern zwischen 17 und 18 Uhr zu Boden geworfen, denn so lange dauerte der Zorn der Götter. Ich war oben im Schlafzimmer, eigentlich genau oberhalb von dem Zwiebelturm. Ich habe das nicht mehr gekriegt. Das hat sich angehört. Das ganze Haus hat vibriert, wie wenn 1000 Panzer vorbeifahren. Kann man sich nicht vorstellen. Du hast rausgeschaut, war alles grau. Unsere Kinder haben dann geschrien im Gang, dann sind wir raus. Dann ist von der Kirche, die ist ja bloß 5 Meter oder 6 Meter von unserem Gebäude, Wohngebäude entfernt, eine Dachplatte durchs Fenster durchgeschossen. Das Erste, was ich gemacht habe, ich habe eigentlich zu meiner Frau gesagt, jetzt ist gerade das Leiten zerstört. Und dann habe ich, es ist gut, dass ich ein paar Spätzle habe. Man sieht ja, wie groß die Anteile haben ist. Der Schaden ist immens. Bäume in der Tornadoschneise wurden geknickt wie Streichhölzer. Nicht nur Baumkronen, einfach durch die Luft geschleudert. Die Dächer werden seit gestern provisorisch eingedeckt, denn das nächste Gewitter steht schon an. Die Bestandsaufnahme erfolgt erst, aber eigentlich muss man fast jeden Weg freischneiden. Also allein, dass man hierher kam nach Grasleiten, hat über 1,5 Stunden gedauert, um die Bäume wegzuschneiden. Also es war schon, die Schäden sind enorm. Und es ist halt sehr lokal, also es ist wirklich eine Schneise der Verwüstung. Und 500 Meter weiter hat es eigentlich nur stark geregnet, also es ist sehr lokal gewesen. Nur wenige Kilometer weiter wurden in der Gemeinde Egelfing Bäume vorm Ort einfach so entwurzelt. In Egelfing hat es diesen alten Baum komplett entblättert. Die Fetzen säumen jetzt die faustgroßen Hagelkörner am Straßenrand. Ja, wir befinden uns auf dem Weg von Hugelfing rauf nach Gut Grasleiten. Das ist hinter dem Wald und hier sieht man sehr gut diese Schneise der Verwüstung. Luftlinie nach Egelfing vielleicht 3 Kilometer und da hat es praktisch rübergezogen. Ja, und es wird, wie man sieht, Wochen, Monate dauern, bis die Schäden beseitigt sind.